So, willkommen zurück zu Elex, dem Spiel, wo wir gleich wieder neue Plasmazellen kaufen müssen, weil wir in der letzten Mission schon wieder zigtausend Plasmazellen verballert haben, nur um ein komisches Vieh wieder zu schießen, dessen Herz am Ende jemand anders ist. Natürlich. So, moin Händler, grüß dich, bla 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 bla. Bin ich nicht gerade noch 6000 übrigens? Nee, ich hatte wahrscheinlich mehr als vorher, ne? Ja gut, ein bisschen gelohnt hat sich das ja schon. Ich habe ja wahrscheinlich für meinen dämlichen Rumgeballer. Wir haben ja noch ein bisschen was getötet, aber das Auge ist die Kloppen. Bringt das was? Trophäe, widerlich und wertvoll. Jawohl, ne, rein. Naja, also an sich, solange wir unsere Munition nur Viecher benutzen, machen wir eigentlich immer Plus. Zwar nicht viel, aber dank des Plündern 3 doch gar nicht mal so wenig. So. So, Way müssen wir noch machen. Neue Erkenntnisse. Eine weitere Schränkung. Was heißt, ich bin. Okay, machen wir jetzt mal die. Ich soll ja mit den nördlichen Konverter besser einstellen, wenn man den Schaden behebt. Genau, das machen wir. Wir reparieren als erstes mal Crony. Konverter Norder besser. Da haben wir uns das letzte Mal schon durch die Tür geballert. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Crony, reißen wir jetzt ja schon wieder hierher. Jedes Mal aufs Neue. Konverter Norder besser. Wir könnten hier genauso gut hier ein Haus errichten oder irgendwie noch ein. Weiß nicht. Einen Händler bezahlen. Ist das Vier nicht wieder hier? Ah, ne, hier ist Crony. Kommt noch was Neues da? Analyse. Na gut. Wir müssen anscheinend diesen dummen Konverter rein. Na gut. Die Vorarbeit ist ja gemacht. Und anscheinend respawnen die Gegner auch nicht. Also offensichtlich nicht. Ich glaube auch nur am Ende von Kapiteln, obwohl ich immer noch nicht richtig weiß, wann überhaupt ein Kapitel sein soll. Scheiße, was ist das denn? Das ist schon wieder so ein Drecksvieh. Nicht gut. Gar nicht schon gut. Schon wieder so ein Patron hier. Gemeinsam. Patron nimmt halt überhaupt keinen Schaden und kein Gefahr. Da kann der Stecker gerade noch rechtzeitig. Jawohl. Sieht aus wie ein überdimensionaler Mensch, der ein paar Schläuche reingekriegt hat. Das ist wieder tot. So, Hammer. 5 Schläuche. Zwei. Ach, da kommen die da rein her, die ich gerade verkauft habe. Na ja, gut, das erklärt das. Schön. Jut, 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 jut. Okay, jetzt wäre Lebewesen erkennen tatsächlich ganz praktisch. Vorsicht! Hinter mir ist anscheinend noch jemand. In der Etage über mir ist jemand. Also in Gebäuden zu kämpfen macht halt überhaupt keinen Spaß, ne? Oh, geht's hier noch runter? Oh, nicht gut. Achso, das hier vielleicht Patrone? Ne, ist das einfach nur die. Zettel? Achso, ich habe von da auch einen Zettel gefunden, oder? Bei der anderen komischen Leiche. Schmiedlerzettel? Das hier ist unser Stoff, verstanden? Also besorgt ihr was anderes. Mann, das ist nicht so gut. Ihr Trottel, nicht ab. Unser Freund braucht ja nichts mehr. Was? Zettel. 11. 21. 22. Ja, das ist die Erfahrung, die 4. Kennziffern sind das, ne? Hat hier jeder eine bei? Was ist denn das hier? Steuermodul? Ach so, ein neues Steuermodul. Was, das war die ganze Quest? Das war alles? Ne, ist ja jetzt nicht die Chronik-Quest, oder? Ne, ist ja anscheinend nur hier rein, um Steuermodul zu besorgen. Na gut, das haben wir dann wohl. Dann, können wir ja wieder gehen. Hätte ich das geschafft? Ne, das hätte ich nicht geschafft. Ich würde überlegen, ob man einmal hätte durchrennen können, sich komplett durchballert und dann Chronik quasi repariert hat. Aber es hätte, glaube ich, nicht. Nee. Dim. Hallo, Crony, hier. Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Und jetzt? Naja, deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse, Steuerung, kalibriert. Jawohl, Sir.
Sehr gut. Es funktioniert. Ich habe mein Lager zwischen Edan und Abessa aufgeschlagen. Hier sind die Koordinaten. Neue Daten erhalten. Gesichert. Commander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. What? Tja, Kleiner, da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Commander. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. Austausch möglich. Alle U-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Crony O3 noch. Aha. Wie heißt denn Crony? War Crony O3 das andere Vieh? Kann ich ja nicht. Ist ja irgendwie zu reparieren, ne? Irgendwie eine Abstellpreise. Ach, das ist also eine Klettermission. Na gut, das ist ja relativ einfach eigentlich. Kleines Lager. Zick, dahin. Was läuft da eigentlich? Das ist ja relativ. Die Chronik-Quest, das Ding ist halt, wenn der zweite Teil jetzt so ein einfaches Holen ist, das hätte ich ja schon viel früher machen können, aber der erste Teil war halt echt nicht möglich. Weil du hättest da nicht reinrennen können und mal eben schnell das Steuermodul vom Tisch klauen können. Das wäre halt echt nicht. Das wäre halt echt nicht gegangen. Die Katarina ist so gut tot. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht im Gegensatz zum Anfang, wie schnell die jetzt down gehen. Vor allem auch so verlustfrei. Ich weiß nicht, ich glaube, Viech generell respawnen oder nicht. Gibt es in diesem Spiel unendlich Gold oder nicht? Da muss ich jetzt schon wieder auf den scheiß Bergauftrag sind. Wir waren da ja neulich erst oben. Für Falk. Die könnte ich nicht eigentlich irgendeinen beliebigen... Von den Drohnen von den... Irgendeiner Fraktion kaputt hauen? Was haben wir hier schönes? Fell. Was war denn dieser scheiß Fahrstuhl? Ich könnte den Berg auch einfach hochfliegen. Der Fahrstuhl war tatsächlich da. Das machen wir lieber nicht, das ist bestimmt mega anstrengend, da hochzufliegen. Nehmen wir lieber den Fahrstuhl, das ist einfacher. Fährst du ja auch, wie gesagt, ewig spannender, wenn irgendwie noch irgendwie so, keine Ahnung, so Pissies spawnen würden an der Stelle. Oder hinten der Wolf, der war definitiv tot. Also die Viecher respawnen scheinbar. Zweiter, hm, ich will zwar übersehen. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, dass hier immer noch Viecher rumstehen. Das ist ein schönes. Hä? Soll ich noch an? Achso, hier. Den Raum habe ich wohl beim letzten Mal über. Hm? Eine einzelne Zigarette, jawohl. Dafür hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Wieso funktioniert die Lampe hier eigentlich noch? Dinge, die ich noch nicht in Frage gestellt habe. Lampe. Muss ich jetzt den Fahrstuhl? Oh. Oh. Weil ich beim letzten Mal vom Berg runtergesprungen bin. Ja. Toll. Tiger sieht irgendwie neben mir ziemlich. Was sind das eigentlich für komische. Wie halten diese lustigen Armbänder, die sie da eigentlich an den Armen hat, an ihr dran? Ich meine, warum rutschen die nicht runter? Fahrstuhlmusik? Ja, schön wär's. Was ich beim letzten Mal. Ist ja fast schon beim letzten Mal auch live gefahren oder aus der Sequenz? Die haben tatsächlich den Fahrstuhl richtig verraten. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Hey, hey, hey! Upp, zack, fahr ich, wir sind draußen. Das sind hier ehrenwerte Überreste. Bestimmt. Hm? Ach. Nee. Moment, ich bin wieder raus, oder? Das war eigentlich gerade eine gute Idee. Ist das da. Epsilon? Darf ich beim letzten Mal gar nicht gekommen, dass man vielleicht oben drauf nochmal gucken könnte? Nein! Mist. Ach, Mensch. Ist hier irgendwo leichter hochzufliegen? Hier vielleicht. Station Epsilon? Was soll das hier heißen? Das kann ich nicht lesen. Dass wir so ein Infinite-Skies-Dings wären. So, jetzt. So. Guck mal, hier oben ist noch richtig was zu plündern. Na gut, dass wir hier beim letzten Mal nicht oben waren. So schon.
Okay, das heißt, richtig was zu plündern, halt tonnenweise Elektro schon und Mist, die kennen sie auch brauer, aber trotzdem. Elektroschrott. Elektroschrott. Brause, Mensch, die ist bestimmt noch gut nach 150 Jahren. Eine Sprengrakete. Nein, ich schubiere nicht den Scheißloch an hier. Ich glaube, ich hätte hier Feuer hochgekonnt, oder? Das muss ich letztes Mal irgendwie übersehen, den Ort hier. Dietriche. Bolzen. Man, da findet man auch eine Armbrust. Weil sich mal ein bisschen ordentlich so rumgesehen hätte, wenn man hier auf jeden Fall hergekommen. Wir kriegen das Jetpack ja auch gerade am Anfang. Warum liegt denn hier so viel Klebeband? Alter. Das letzte Kleber kann ich nicht mitnehmen. Schwere Täuschung. Spielzeugauto. Oh, hier oben ist sogar ein Bett. Ring der Lebenskraft. Mensch. Ein schöner Ort hier. Also, das ist der Typ, der anscheinend selbst begangen hat. Der ist natürlich nicht ganz so schön, aber ansonsten. Habe ich einen Ring der Lebenskraft schon? Wahrscheinlich werde ich diese dummen Ringe eh nie tragen. Ne? Ja, maximal. Hört die Lebenskraft. Um 10. Ah, nee, finde ich gut. Aber leider keine Audio-Logs oder dergleichen. Huh. Ich dachte, dass wir hier oben was finden, was cooles. Na gut, dann wollen wir noch die Teile von Kroni U3 Waffensystem ausbauen. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Vor allen Dingen, wo ist eigentlich Kroni U2 und U1? Fällt geil was aus? Ja, nicht wirklich. So, dann mal auf zu Kroni. Kann ich jetzt eigentlich Leut stolz erklären, dass ich jetzt einen neuen Kameraden habe? Namens Kroni? Was ist die Mission hier eigentlich überhaupt? Neue Waffensysteme? Einfach nur so? Hm, naja. Ich rede mal mit Lloyd. Kann ich ihn. Nee, nicht Lloyd, wollte das ja nicht wissen, sondern das wollte. Auf jeden Fall hier. Grüß dich hier. Reparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So, das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem betriebsbereit. Yay. Sehr schön. Na dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Kroni U4 ist ein wahrer Freund. Das ging schnell. Quest in zwei Teilen. Ja, die Quest habe ich ein bisschen spät gemacht. Gebe ich ja zu. Eckart, hier. Kroni U4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Wäre doch mal eine Idee wert, aber Brief von Erfahrungspunkte. Yay. So ist der nächste Level absolut wie gesagt. Ach, ich hab ja schon mehr 23. So, Moment, was wollte ich noch leveln? Ich wollte irgendwas noch hochbringen. Ich weiß nicht mehr was. Ich könnte der Psi noch mal leveln. Lichtes. Batterie, ja, gut, die Kapazität. Kraft reinigen. Freizusetzen? Entfernt alle Statuseffekte. Da müssen wir dann auch schnell reagieren. Leicht ist die Menüs so. Wiederblumensauer? Wie lange hält denn das? 40 Sekunden lang. Sterben wird dann nächstes Mal zur Hälfte aufgefüllt. Das ist ganz praktisch. Also, ich mich kenne, würde das genau in dem Moment auslaufen, in dem ich es nicht mehr brauche. Ach nee, ich wollte Fernkampf leveln, ne? Das können wir mal eben machen. Dann bringen wir mal kurz Geschicklichkeit auf. Von links, dann macht jetzt endlich mal Fernkampf vernünftig Schaden. Alles. Hast du noch Waffen gefunden? Nee, eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Waffen, die ich gefunden habe, irgendwas taugen. Hier. Ach, da muss ich natürlich wieder hinten. Der Typ ist auch immer woanders. So. Moin, Jonesy hier. Nahkampfwaffen, jawohl. Jetzt müssen wir ja nicht Nahkampfwaffen nehmen. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, ja, das vergisst man ganz schnell. Ja, das geht mir auch andauernd so. Das glaubt man gar nicht, wie schnell man die Dinge vergisst. Schlimm, schlimm. Bett. Schlafen bis zum nächsten Morgen. So, und dann machen wir das. Dann machen wir noch Razer. Warte, hier ist ein Truhe, die ich knacken kann, wa?
Moment mal, das ist wichtiger als alles andere hier. Das war wohl nichts. Toll. Das war wohl nichts. Ach, das ist das Ding, oder was? Das kenn ich auch. Oh, zack, zack. Die wiederholen sich aber echt. Zu einfach. Viel zu oft, die Dinger. Dickes Blut? Achso, stimmt. Wessen Truhe auch immer das hier gerade ist, die ich geknackt habe. Aber anscheinend gibt es hier niemanden, der was dagegen hat. Schrott. Alles mitnehmen. Alles mit! Man weiß ja nie! Quest. So, kann ich mein Schwert jetzt upgraden? Ich habe ja noch ein paar Skillpunkte. Wenn ich mein Schwert jetzt upgrade, dann brauche ich wie viel? Dann brauche ich 55 Stärke und ich habe jetzt viel weniger. Meine Nahkampfwaffe müsste ich ja die auch mal irgendwie verbessern. Ne? Was ist hier noch Waffe? Also das hätte ich mir nie erlernen können. Ich könnte natürlich auch einfach Konstitution leveln, dann könnte ich zumindest bessere Rüstung tragen. Egal. Machen wir das alles nicht, weil ich habe ja sowieso keine Punkte. So, machen wir erstmal Ray seine Quest. Wir müssen auf jeden Fall noch mit Connor reden. Für eine Handvoll Splitter, genau. Steckwürfel der Ray-Sätze. Ich brauche halt noch so viele. Der einzige, von dem wir noch wissen, ist, übrigens, der heißt nicht Connor, sondern Bombay. Connor war der Typ, den wir überzeugt haben, für die Kleriker zu arbeiten. Bombay, der. Der ist auch nicht immer hier. Hä? Da stand er hier noch rum. Der wird ja bestimmt hier irgendwo in der Nähe sein. Wenn er jetzt nicht dauerhaft hier ist. Oder hat der irgendwie einen Reisezyklus? Das wäre natürlich sehr ungünstig. Hat der Händler jetzt eigentlich zu Foxos kommen? Zu mir? Hallo, Fremde. Hey! Bevor du weißt. Alles was. Na toll. Flammenwerfer Typ B, Laserblaster, SLCR. Was hat der hier cooles auch noch? Bei EMP? Oh, warte mal. Laserblaster? Alter, der hat jetzt aber ein besseres Angebot. Also das levelt auf jeden Fall mit, was der anbietet, ne? Guten Abend, grob. Laserblaster, Plasmablaster. Ich habe ja gerade das Plasma für PT-Dingsbums, ne? Das kann Plasmaband. Das hier ist noch. Macht halt genau gleich viel Schaden. Plasmablaster der vierten Generation brachte vielen Schachten den entscheidenden Vorteil. Das Plasmagewehr ist das eine Ding, das Plasmablaster ist das alte Ding. Laserblaster? Wird maximal effizient in engen Räumen zu bieten. Ja, gut, klasse. Flammenwürfel können wir auch tragen. Die reinigende Wirkung von allem. Flammenfächer, Flammenstrahl, Flammenball. So, der Laserblaster macht wie viel Schaden? 407. Meiner macht. Macht das Regenten, macht auch 407. Naja, klasse. Wirkt halt erstmal wie voll viel. Ist aber ja nicht so. Na gut, dann hat er wohl doch leider ja nicht so gut ein Angebot. Wir könnten jetzt maximal noch Plasmazellen bei ihm kaufen. Einfach nur, weil ich kann. Aber viel bringen tut es mir halt auch nicht. Schade eigentlich. Ich könnte hier noch die Dinge zerschlagen, die rumrennen. Speicher. Ja, schön. Alter, was? Das wollte ich gerade nicht. Ich möchte nicht meinen mühsamen, ergaunerten Metallschrott hier kaufen. Verkaufen. Im User-Set. Tja! Okay. Im User-Zettel. Hatte ich den nicht schon mal? Ominous. Achso, das ist ganz schön. Da. Fred war hier. Ach, die Scheiße, schon wieder. Fred! So, wo ist denn jetzt Bombi hin? Sitzt er hier? Ne, das ist. Was das früher wohl mal war. Das sind die Outlaws, genau, die ich reingelegt habe. Ist das hier Bombay? Das ist Cooper. Warte mal, Cooper. Ich bin glücklich. Ich lebe gerne hier. Ach, der. In der Stadt ist etwas Schlimmes passiert. Ich möchte dort nicht mehr wohnen. Ich werde keinem Menschen je wieder Leid antun. Also, manchmal geht's den. Das ist es. Vergiss alles, was du weißt. Aber ich bin glücklich. Nein, du bist nichts. Du warst nie etwas und wirst nie etwas sein. Das ist aber fies. Ich bin. Hä?
Also zumindest hat Kaya nichts gegen den Move, insofern ist alles gut. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Hey, was hast du mit Cooper gemacht? Er ist völlig im Arsch. Es wirkt so, als wäre er suggestiert worden. Faselt nur noch etwas davon, dass er glücklich sei. Ich habe nichts mit ihm gemacht. Scheiße, Mann. Dann muss er in die Hände der Suggestoren gefallen sein. Der Mann ist nur noch Gemüse. Wir müssen den Klerikern endlich das Handwerk legen. Aber keine Taten? Das nervt. Ja, kann mir vorstellen. Viel größere Frage ist doch, wo zur Hölle ist jetzt Bombay oder wie auch immer der Typ hieß? Steht denn zu bestimmten Uhrzeiten hier rum? Ich wollte nicht gerade mit ihm reden. Race Quest ist genauso schlecht wie die von Dings von Karl. Das hat mir nicht so richtig einen. Oder hat das Ding hier mal Kartenmarkierung? Und doch eine immerhin. Wyatt? Aber wir haben doch mit Wyatt schon geredet. Warte mal. Das neue Fall kann sein, dass ich ihn voll auf den Steckbrief haben soll. Mit dem haben wir doch schon geredet. Das ist doch schön, dass deine Zellen glücklich sind. Das war nicht hier der Dialog. Da. So, Bombi, ja. Ja, mit der ist jetzt geredet, ja. Das ist schön. Und Bombi war ja hier irgendwo. Jetzt anscheinend nicht mehr. Ich nehme an, dass der steht nur mittags hier rum, ne? Ich war halt, es ist gerade morgens. Ich nehme noch ein Bett, den rasten mal kurz bis zum Mittag. Für Sie tut es mir leid. Ja, ja, mir auch. Total. Mittag. Prost. Lass mich damit in Ruhe. Ich hab Hunger. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Ja, nichts. Meistens einfach nichts. Also ich denke, dass Leute sich um was gedacht haben, haben sich eigentlich gar nichts gedacht. Na so. Cooper tut es mir leid, ja. Hätte ja nicht Verbrecher werden müssen. Verdammt, Bombi immer noch nicht hier. Mist. Ich dachte, dass das hier halt irgendwie rumrennt, aber anscheinend ist es halt nicht so ein weißer Tod. Nicht, dass Bombi irgendwie gestorben ist und seine Leiche liegt hier irgendwo im Kies. Weil der Questfile ist ja immer noch Wyatt, ne? Ja. Mit Wyatt kann ich halt nicht mehr reden, oder? Ich rede immer noch mit Wyatt, warum es da rumkommt. Der Quest halt auch schon hinzeigt. Aber an sich sollte es halt nichts bringen, wir waren ja schon bei ihm. Wer sind die hier? Wache? Weißen Hände? Achso. Das ist Lucy, mit der haben wir schon gequatscht. Und Bullet? Wer ist ein Bullet? Sieh einer an. Ein Kleriker. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davonkommen. Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Fort fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Ist echt ziemlich nobel, oder? Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Ja. Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Ja, schön. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Ja, das stimmt wohl, aber prinzipiell ist es ja eigentlich auch so, als würden die Alps das Lager angreifen. Weil darauf läuft es ja hinaus. Na, wir reden nochmal mit Wyatt und dann sind wir auch schon wieder durch den Tag. Oder will er hier noch irgendwie. So, mein Freund. Wer ist denn Spike? Es ist wieder Zahltag. Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Tja, seitdem hat sich mal ein bisschen was getan.
Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Tja, Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach ja, und warum sollte ich das tun? Das ist ja lieb. Ich habe einmal einen Unhold mit bloßen Händen erwürgt. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, Cowboy. Ich will hier kein Blut vergießen, okay? Hätte ich gewusst, dass es dir so ernst ist. Wie auch immer, ich bin auf deine Splitter nicht angewiesen. Lass uns Frieden schließen, okay? Wir sehen uns. Das ist in dem miesen Spruch so reingefallen. Na gut, wenn er meint. So, Wyatt, grüß dich. Schönen Tag. Ach verdammt, ich hab's geahnt, dass er nicht mehr redet. Ja, keine Ahnung, wie die Quest von Ray weitermachen soll. Ray ist halt auch so ein Ding, er meldet sich denn bei mir, wenn dir irgendwas ist, aber er redet halt nie mit mir. Ich komme immer an ihm vorbei und sage, ja, es ist schön hier. Und muss ich vielleicht doch erst... Ja, ich meine, einfach eine Quest einfach. Ist jetzt durch Zufall Bombi da? Wahrscheinlich nicht. Sehe ich nicht auf der Karte? Aber der auch nicht markiert, weil er ist ja eigentlich kein Quest-NPC, der irgendwie wichtig ist für mich. Warte mal, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, wir haben noch hier noch irgendwo in... Ah, ja gut, das ignoriere ich mal eben. Wir haben noch hier noch so ein... Ach genau, der Überhaltpunkt außerhalb der Stadt sollten wir hin. Genau, machen wir das doch mal in der Zwischenzeit. Wenn sich Bombi schon nicht finden lässt, machen wir eine andere Quest, laufen wir zur Stadt zurück, dann ist das bestimmt auch total toll. Muss ich die eigentlich begleiten? Was ist für Bombi hier woanders hier noch rum? Wisst ihr, dass ich ihn schon mal gesucht habe? Dann war er weg. Und dann war ich unlängst... Oh, ist das Bombi? Ist ja schön. Es ist Bombi, yay! Happy End. Gib mir Ray Steckbriefe und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Dich zerquetsch ich! Ich hab von Bombi über die Geschichte erinnert. Ja, na mein. Aber Kaya fand das anscheinend nicht schlimm. Na gut, dann ist ja alles im Lot. Na gut, wir haben einen weiteren Steckbrief. Dann müssen wir jetzt bestimmt mal wieder mit Ray reden. War ich da unten nicht in der Hütte? Hier sind überall so bauernhofartige Gebäude, die hat das immer so aussehen lassen, als hätte hier irgendwie die Zivilisation schon wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und dann hat sie ganz doll aufgehört. Ja, sind bestimmt die Alps dran schuld. Und die Alps würden hier natürlich weniger Viecher rumlaufen. Wahrscheinlich so gar keine. So eine Blutkralle ist vielleicht noch für die normalen nur 15 Bauern zu besiegen, aber so ein Skex hier ist. Der dir durchs Schild haut. Das ist eigentlich eine Pflanze. Jetzt. Nimm die so komisch aus, Skex. Tollkraut. Schön. Was ist da um den Funkturm? Der hat auch so ein Radom oben drauf. Keine Schüssel, aber ein Radom. Hier war ich doch schon. Müsste eigentlich nochmal in diese eine Höhle rein, wo ich mal durchgelaufen bin. Diese komischen Viecher waren. Ich glaube, waren das nicht auch irgendwie. Wer seid ihr denn? Seid ihr meine. Ach, das ist der Händler wahrscheinlich, oder? Rainer? Wer ist denn Rainer? Sieh an. Ein Bruder Kalans. Es tut gut, einen vertrauten Anblick hier draußen zu haben. Was machst du hier draußen? So weit weg von zu Hause? Blau leuchtendes Schwert? Das ist halt ein Energieregentenschwert. Das habe ich so gefunden, wie es ist. Also ich könnte es nicht so blau verzaubern. Ich könnte es ja nur mit Psi und irgendwas anderes machen. Aber ich könnte es nicht so machen, wie es jetzt gerade ist. Ich bin nur auf der Durchreise. Wir sind hier auf der Suche nach gefallenen Schafen. Nach Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Ach, so einer ist das. Nach Leuten, die den Ruf Kalans noch nicht empfangen haben. Aber du scheinst dich bereits entschieden zu haben. Wenn du möchtest, kann ich dich dennoch zum Hort in Ignadon bringen. Von denen hätten wir uns aufnehmen lassen? Nein, ich habe kein Interesse daran, nach Ignadon zu gehen. Wenn das so ist, dann machen wir uns auch wieder auf den Weg. Guten Tag. Rainer. Suggestoren? Verdammt, ich werde gerne mal vorher begegnen, bevor ich bei den Klerikern war. Das wäre interessant gesehen zu wissen, ob ich denn Shanghai werden würde. Boden werde. Hätten die mich denn mitgenommen? Das ist ja witzig. Sind das hier? Ist das eine Waffe? Das ist wahrscheinlich nur ein Schrotter, oder? Keule 1. Schön.
kleben die Kleriker eigentlich hier mitten in der Landschaft irgendwelche Kalan-Plakate auf? So mitten in der Landschaft? Denken sie sich, oh, guck mal hier, eine alte Tankstelle. Da klebe ich jetzt mein Plakat dran. Kann man nichts Besseres vorstellen. Plakat! Na gut. Unabhängig davon, ob wir jetzt Plakate aufkleben oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.